Der Schauplatz eines meiner brillantesten Werke. An diesem Tag fühlte ich mich lebendig. Servus, ihr Romaniacs. Jetzt ich begrüße euch zu einem neuen Overwatch-Video. Wie ihr mittlerweile wissen solltet, gibt es jeden Montag, jeden Mittwoch und jeden Freitag neue Overwatch-Videos auf unserem Kanal. Und heute wird es, auch wenn es vielleicht einige enttäuschen wird, kein Gameplay-Video geben. Dafür möchte ich ein wenig über den gestrigen neuen animierten Kurzfilm sprechen, der auf den Titel Lebendig gehört hat. Oder im Englischen war es Alive. Und wenn ihr das Ganze noch nicht gesehen habt, dann Link zu den Videos findet in der Videobeschreibung. Deutsche, englische Version. Beide definitiv sehenswert. Und ja, ähnlich wie dieser Winston Animated Short, eine Sache, die mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat. Also viel mehr Action drin und richtig gut. Und worüber ich heute reden möchte, denn es gab jetzt nicht ganz so viele Easter Eggs, wie zum Beispiel in dem Winston-Kurzfilm, der vor Easter Eggs nur so gestrotzt hat. Allein diese 15 Helden, die wir da finden konnten. Hier sieht es ein bisschen anders aus. Aber es gibt tatsächlich sehr, sehr viel Story, die drin ist. Und es gibt sehr viel Story, die vielleicht nicht für jeden Zuschauer direkt klar war oder durchschaubar war. Und heute will ich so ein bisschen diesen Konflikt zwischen Menschen und Omnix, den Robotern im Overwatch-Universum, ein bisschen erklären und euch damit so ein bisschen die Story entführen und auch erzählen, naja, wer ist diese Person, die da erschossen wurde, wo viele sagten, oh, das könnte Zenyatta sein, ist nicht Zenyatta. weil es ist tatsächlich sehr interessant. Gut. Ja, und es wird am Ende des Videos tatsächlich auch ein paar Easter Eggs noch geben, die drin sind, die sich so ein bisschen auf die King's Row Map beziehen, da werdet ihr auch noch Gameplay sehen. Das kommt auch noch. Also, wenn ihr den Trailer jetzt gesehen habt, dann wisst ihr ja, was passiert ist. Zumindest in der Oberfläche. Ihr habt gesehen, wie Widowmaker ihren Auftrag ausführen wollte, das Oberhaupt der Omnic-Mönche, der auf den Namen, jetzt kommt's wieder, Tecata Mondata hört. Mein Gott, Tecata Mondata hört, ist im Grunde genommen ein, ja, Roboterhaupt einer spirituellen Mönchvereinigung, möchte ich fast sagen. Und so ein bisschen das, was der Dalai Lama in unserer Welt ist. Und was man dazu wissen sollte, ist einfach, dass diese Welt aus Overwatch eine Welt ist, die, ja, intelligente Roboter besitzt, die Omnics. Und das ist darin begründet, dass, also wenn wir jetzt mal vom Overwatch-Jetzt-Zeitpunkt ausgehen, dass 30 Jahre vor der Zeitrechnung, der Overwatch spielt, die Menschen angefangen haben, Roboter zu erstellen, die auf sich allein gestellt arbeiten konnten, die die Wirtschaft ankurbeln sollten, die den Menschen helfen sollten. Und wie das mit Robotern halt so ist, es gab einen Aufstand. Warum es diesen Aufstand gab, weiß niemand, aber die Roboter sind sozusagen amok gelaufen, nicht alle, aber ein Teil der Roboter. Und dieser Teil hat dafür gesorgt, dass sehr, sehr viele Länder nach und nach übernommen wurden. Und ja, die Nationen sich im Grunde genommen zusammenschließen konnten, haben versucht, den Widerstand anzutreten, konnten aber machen, was sie wollten, und es hat nichts geholfen. Abgesehen von Russland, die tatsächlich ja jegliche Art von Uprising, von Aufstand direkt im Keim ersticken konnten und ihr Land, ja, schützen konnten, was vielen anderen nicht gelungen ist. Was aber dazu geführt hat, und da kommen wir zum namensgebenden Team zurück, dass die Weltorganisation sich entschlossen haben, die besten Soldaten der Welt in einem Team zu vereinen. Und so entstand Overwatch. Also wir schlagen hier eine schöne Brücke, und Overwatch ist dann im Grunde genommen, ja, ausgezogen und hat diesen Widerstand der Omnics, ist übrigens auch bekannt als erste Omnic-Krise, ja, tatsächlich beendet. Overwatch hat also, ja, gewonnen, könnte man sagen. Die Roboter, die Rogue gegangen sind, wurden vernichtet. Und das Leben ging irgendwie weiter. Und es gibt noch eine riesige Story, wie es dann mit Overwatch weiterging und wie Overwatch gegründet wurde. Das werden wir definitiv in einem anderen Video ergründen, weil heute will ich es tatsächlich bei dieser Omnic-Krise belassen. Damit wir so ein bisschen themenmäßig an einer Stelle haben. Aber im Grunde genommen, die Menschen lebten ihr Leben weiter. Wie gesagt, knapp 30 Jahre. Und natürlich gab es weiterhin Roboter in der Gesellschaft. Es gab aber immer wieder so Reibungspunkte. Also Menschen, die nicht damit zufrieden waren. Wir haben es im Trailer gesehen. Auf der anderen Seite dann auch viele, viele Omnics und Menschen, die, ja, gemeinsam zusammengelebt haben, die sogar Beziehungen hatten. Das sieht man sehr schön bei dieser Parade, wo vorne sehr prominent dieses eine Mädel ihren Roboter im Arm hat.
Also im Grunde genommen, es war ein Miteinander, aber immer, es gab immer diesen Argwohn und dieses spirituelle Oberhaupt, also der Mondata, der war im Grunde genommen einer dieser Omnics, die damals geflohen sind, als der Aufstand stattfand, hat sich nach Nepal zurückgezogen, wo es auch eine Map gibt, die wir schon ein paar Mal gesehen haben, und hat da im Grunde genommen ja so eine spirituelle Zuflucht für alle Omnics erschaffen. Das heißt, jeder, der hinkommen wollte, konnte zum Mönch werden, was uns zu Zenyatta führt, einen unserer Helden, der auch unter Mondata da gelernt hat. Und ja, Mondata wurde im Grunde genommen zum Sinnbild für dieses gemeinsame Zusammenleben. Denn einige seiner Predigten war halt immer, dass es ein Miteinander gibt. Mensch und Omnic können gemeinsam existieren. Und das führt uns zum Video zurück. Ja, wo genau Mondata auf so einer Veranstaltung scheinbar war, die Menschen was lehren wollte und Widowmaker aus welchen Gründen auch immer, sie hatte einen Auftrag, ihn ausgeschaltet hat. Und ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass das tatsächlich zur zweiten großen Omni-Krise führt, die ja vermutlich so ein bisschen in der Zeit spielt, wo Overwatch jetzt ist. Das heißt, wir haben wieder so einen Aufstand, unter anderem Russland, die sich damals verteidigen konnten. Das ist auch sehr schön gezeigt auf der Map. Wahrscheinlich spiele ich euch gerade Gameplay-Video im Hintergrund ein, wo ich die Map ein bisschen belaufe. Wo man wirklich sieht, dass Russland momentan besetzt ist von riesigen Robotern. Aber momentan nur Russland, in anderen ist es nicht ganz so schlimm. Aber selbst wenn man sich andere Maps anguckt, auch da überall stehen Sachen an der Wand. King's Row ist da ganz bekannt für die Map, dass überall so Anti-Omni-Sprüche stehen. Also ja, es ist ein Konflikt, der sich entwickelt hat. Und scheinbar ist genau dieser Punkt der Geschichte, wo Mondata erschossen wird, der Punkt, wo all es losgeht. Also es ist super interessant, was da in diesem kleinen Kurzfilm passiert ist. Und mich hat es tatsächlich sehr abgeholt, weil ich mir dachte, oh shit, so passiert das alles. Und ich gehe mal davon aus, dass es irgendwie so storytechnisch sogar so gedreht wird, dass Tracer, die ja noch so liegen gelassen wurde, weil sie es nicht geschafft hat, den Anschlag zu verhindern, dass die vielleicht irgendwie noch die Schuld kriegt. Denn wir wissen aus dem ersten Trailer, dass Overwatch jetzt zerschlagen ist. Also ich meine, Overwatch war die Organisation, die hat die erste Omni-Krise beendet, aber danach ging Overwatch halt wirklich den Bach runter. Und wie gesagt, ich erkläre es in einem weiteren Video nochmal mit Overwatch, aber im Grunde genommen viel Missmanagement, viele Jobs, die nicht richtig liefen. Overwatch wurde am Ende verboten und das könnte auch einer der Gründe sein. Also wieder so ein Auftrag, der nicht funktioniert hat. Und es ist wirklich sehr interessant, wenn man mal guckt, was da alles drin steckt. Jetzt habt ihr ein bisschen was zur Omni-Krise erfahren und ich hoffe, das gibt euch so ein wenig Perspektive, was in Overwatch alles drin steckt. Ja, und ich sagte ja, ich habe so ein paar Easter Eggs gefunden, die im Spiel drin sind und die befinden sich tatsächlich primär auf der King's Row-Karte, wo auch in London dieses Attentat stattfand. Und wenn man sich da ein bisschen umschaut, findet man vor einem Hotel unter anderem so einen kleinen Schrein für den Mondata. Man findet eine riesige Statue, die rumsteht und überall auf den Straßen Propaganda gegen Omnis. Also es zeigt im Grunde genommen, ja, wie heftig die Lage momentan in dieser Welt ist. Und ja, das ist definitiv interessant, finde ich. Also es war jetzt nicht so super viel an Bonusinformationen drin in dem Video, dass man da jetzt mehr Easter Eggs groß rausziehen konnte, aber ich fand es zumindest schön, diese kleinen Relikte auf den Maps zu finden und dann zu sagen, oh, guck mal, hier ist ja was, weißt du, das zeigt uns, was hier passiert ist. Und wir wissen jetzt nicht, wie viele Jahre oder wie viele Tage oder wie viele Wochen sind vergangen seit dem Attentat, aber dadurch, dass ein Statue steht, wird schon ein bisschen Zeit ins Land gezogen sein. Und ja, dadurch, dass die Lage unter dem Land so schlimm ist, ja, es ist interessant. Also man darf nie vergessen, wir haben es mit einem Shooter zu tun. Und mich haut es immer um, dass so viel Story da drin steckt. Gut, das heute mal ein etwas kleineres, ein bisschen anderes Video. Mittwoch gibt es ein reguläres Gameplay-Video. Da werde ich euch tatsächlich einen Guide zu Widowmaker präsentieren, weil ich finde, das ist ganz passend in der Woche, wo wir den Kurzfilm hatten. Und für euch vielleicht ganz interessant, es wird weitere Kurzfilme geben. Es hat Blizzard auf der offiziellen Facebook-Seite angekündigt, auf Nachfrage hin. Bis zum Release sollen die alle veröffentlicht werden. Das heißt, man kann wohl davon ausgehen, dass alle 14 Tage jetzt ein Kurzfilm kommt. Ich glaube, drei Stück soll, oder zwei gibt es noch? Zwei oder drei? Ich habe es jetzt gar nicht im Kopf, aber es kommen noch welche und
ja, ist definitiv eine coole Sache.